So, wunderbar. Nachdem es heute Morgen mit der Technik jetzt auch geklappt hat, ein ganz herzliches Willkommen. Ich grüße dich herzlich, liebe Nicole. Ich hoffe, wir dürfen uns duzen. Das ist okay für dich. Ja, es freut mich, dass du dabei bist bei diesem Interview über das Programm Sinking into Results. Und ja, vielleicht zum Anfang, dass dich die Leute mal ein bisschen kennenlernen. Wer bist du? Was machst du? Wie sieht dein Leben aus? Oder wie hat dein Leben ausgesehen, bevor du Sinking into Results gemacht hast? Das sind ja viele Fragen jetzt. Also, zunächst mal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast zu dem Interview, ihr mich eingeladen habt. Ich bin Nicole Marischka, ich werde 53 und bin Schauspielerin und Coach und mittlerweile auch Autorin und so ein paar Sachen noch mehr, aber also. Das reicht erstmal so. Das ist ja schon eine ganze Menge. Ja, und wie hat dein Leben ausgesehen, bevor du Sinking into Results gestartet hast? Aha, okay. Naja, ich fange vielleicht mal 2019 an. Da war tatsächlich ein großer Einschnitt, weil ich so gemerkt habe, mein Leben ist okay, aber ich ackere und mache und tue und vor allen Dingen in meinem Kopf ist der Wahnsinn los und irgendwie ist alles okay, aber es ist mit wahnsinnig viel Anstrengung verbunden. Und dann habe ich, und das hatte auch sehr viel mit meinem Unterhalt zu verdienen zu tun. Also das Leben genießen und das konnte ich schon immer. Aber so, das stimmt auch nicht. Gott, aber so in letzter Zeit war eigentlich so alles okay, aber den Unterhalt wirklich zu verdienen immer, das war so ein, okay, wie mache ich diesen Monat und wie mache ich diesen Monat und so. Und dann habe ich 2019, Ende 2019, sozusagen einfach den Hammer fallen lassen. Dann habe ich gesagt, ich mache überhaupt gar nichts mehr, bevor ich nicht weiß, wo es hingeht. Und wie ich das überhaupt haben will. Und das war ein richtig cooler Schritt. Eigentlich war das so ein bisschen so mein Lockdown vor dem großen Lockdown. Und daraus, und dann, aber ich, und dann war Ruhe da und ein harmonisches Leben, aber es war irgendwie trotzdem noch keine Struktur da. Aber es ist dann daraus passiert, dass unser Drehbuch gefördert wurde. Das heißt, plötzlich war wieder Geld da. Dann habe ich eine Hauptrolle angeboten bekommen. Die war zwar unbezahlt, aber sie war spannend. Und ich sage, okay, das ist ein Anfang. Das ist so der erste Schritt, in dem ich nichts mehr mache und mal lasse, was kommt. Und dann kam 2020 und da habe ich gemerkt, das ist eigentlich für mich das Jahr der Fortbildung gewesen. Am Anfang habe ich mich total natürlich damit beschäftigt, womit wir alle beschäftigt waren. Und dann habe ich gemerkt, das zieht mich in einen solchen Abgrund. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Und dann habe ich angefangen, mich mit weiterzubilden tatsächlich. Und dann habe Also ich es ist spannend, du hast die Realität, die schon dort war, hast du nicht als wahr akzeptiert. Was meinst du damit? Du hast die Realität, die war nicht als wahr akzeptiert. Die Realität meines Lebens oder die Realität 2020? Einfach wie sie war, 2020, genau. Also ehrlich gesagt war es eher so, dass ich nicht mehr wusste, was wahr ist. Und das hat mich in einen Konflikt gebracht. Ich wusste plötzlich nicht mehr, was wahr ist. Und da habe ich gemerkt, komme ich in einen solchen Konflikt, auch in so einen Vertrauenskonflikt. Und da komme ich mit meinem Leben nicht mehr weiter. Ich konnte mir das eigentlich buchstäblich nicht leisten. Und dann habe ich gesagt, okay, also es gibt immer zwei Wege. Der eine ist, ich gehe in die Angst oder der andere ist, ich gehe in die Liebe. Und dann war für mich ganz klar, okay, ich gehe in die Liebe.
Und dann habe ich erstmal angefangen, mich zu bilden auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und das war auch fantastisch, weil es so viele Online-Angebote gab. Ja, und dann kam ich an den Punkt, also für mich war 2020 insofern ein total reiches Jahr, aber ich kam an den Punkt, und dann habe ich Vivian im Internet gesehen und die kannte ich schon aus anderen Trainings vor langer, langer Zeit und habe schon immer so im Augenwinkel mal so geguckt, dass die da sowas macht. Und ich wusste so mit Bob Proctor, aber ich hatte irgendwie so überhaupt keine Lust auf so einen großen Leader, der so sagt und alle sagen, ah, Bob sagt dieses, Bob sagt das. Das war für mich eigentlich nicht Ding. Aber dann kam eben dieses Macht von Vivian, dieses Seminar Macht 2021 zum besten Jahr in deiner selbst und kannst du dein Jahreseinkommen zum Monatseinkommen machen? Mhm. Und da habe ich gemerkt, da sprengt es mir so den Kopf. Aber das hat mich neugierig gemacht. Und danach ist das einfach der nächste Schritt. Und dann, dann fand ich eben, das Ding war, dass ich Vivian dann gehört habe im Netz und sie einfach so glaubhaft finde und vertrauenswürdig. So. Wow. Ja, da komme ich doch gleich zur nächsten Frage. Und zwar, wie war das für dich? Was brauchte es für dich, für nachher wirklich die Entscheidung zu machen, ich mache dieses Programm? Ging das einfach ganz leicht von der Hand oder hat das noch eine Geburt gebraucht? Das war so lustig, weil es brauchte eigentlich, also ich habe dann mit Vivian, ich habe ihr gratuliert zu ihrem Seminar und dann hat sie natürlich sofort, war sie dann da und wir haben telefoniert. Und dann haben wir so geredet und da habe ich meine Bedenken und dies und jenes und so. Und dann saßen wir da und dann war irgendwie Stille und ich war so, ja und dies und so. Und dann sagte sie einfach, ja und, machst du mit? Eigentlich brauchte es die Frage. Okay. Und dann gab es so eine Millisekunde, wo ich so gedacht habe, oh, das ist eigentlich der Wahnsinn. Aber eigentlich dachte ich, das wäre jetzt so mau, wenn du nach diesem Gespräch, das wäre jetzt so ein Abfall, also Abfall nicht im Sinne von Müll, sondern so ein Energie, wenn ich jetzt Nein sagen würde. Also es ging eigentlich gar nicht. Und dann habe ich einfach Ja gesagt, wirklich in einer, ich weiß nicht, wie schnell das ging. Wow. Ja, und von dann ging es erst los und dann ging es erst richtig los. Danach bin ich in einen Totalstrudel gekommen und ist mir erstmal aufgefallen. Das Lustige war, dass ich Ende 2020 zufällig noch ein Projekt reinbekommen habe und ich dachte immer so, ach, noch ein Projekt, das wäre so toll, dann wäre ich nochmal finanziell auf einer ganz anderen Ebene 2020. Mhm. Und es war aber nicht abzusehen, weil alle Projekte sind endet, es war November, da passiert ja nichts mehr. Aber dann bekam ich den Anruf, kannst du uns helfen? Uns ist eine Schauspielerin ausgefallen. Es ist ja genial. Es war genial und es war auch toll. Und dann hatte ich plötzlich, es war plötzlich wie so, wow, so rund. Und dann telefoniere ich mit Vivian und dieses Geld ist einfach wieder weg. Und ich habe so gedacht, das darf einfach nicht wahr sein. Und dann kam ein Strudel an Informationen, Videobotschaften, Termine mit Mastermind-Gruppe und alles. Und ich dachte nur, was hast du nur gemacht? Was hast du? Aber ich wusste auch, ich habe mich dann erinnert und habe gesagt, Moment mal, da gab es was, warum du es gemacht hast. Und dann habe ich auch gemerkt, dass ich mir so einen Stress mache in diesem Programm. Jetzt geht es darum, wirklich voranzugehen und tada und so. Und dann habe ich mir so einen Stress gemacht und gesagt, Moment mal, es geht ja hier darum, zu sein, wer du wirklich sein willst. Und darum, zu tun, was du wirklich tun willst. Mhm. Und dann dachte ich, na, wenn ich mir jetzt hier so einen riesen Druck mache, dann habe ich einfach mehr vom Alten, das
dafür gebe ich nicht all mein Geld her. Und dann begann sich zu ändern. Wow, wow. Aber das ist so schön, wie du in deiner Geschichte das erzählst, eben wie der Verstand wieder die Führung übernehmen wollte und die alten Paradigmas sozusagen auftauchen. Und was auch genial ist, eben wie du diese Entscheidung getroffen hast. Du hast die getroffen, bevor überhaupt deine Paradigmas irgendwas sagen konnten. Aber das ist wirklich das Beste. Also das kann ich allen ans Herz legen. Macht es am besten so wie Nicole, wirklich. Also ich weiß nicht, ob es jedem so geht. Sicher nicht, aber bei mir wurden danach die Paradigmen, die schrien mir erst. Also alles flog mir um die Ohren. Wirklich alles. Wow. Ja, magst du ein bisschen von deiner Thinking into Results Reise erzählen, was du so erlebt hast, was sich verändert hat in deinem Leben bis jetzt? Du bist ja noch dran, aber wie gesagt, das Programm ist, das ist ja geht ja bis ans Lebensende, kannst du das ja immer weitermachen, aber magst du ein bisschen erzählen, was bis jetzt schon passiert ist in deinem Leben? Also da, vielleicht darf ich da noch was dazu sagen. Mhm. Zwei Sachen eigentlich. Das eine sagst du, dass dein Verstand da so reinkommt. Und es gibt ja auch so Leute, die immer sagen, ich bin so ein Kopfmensch und so. Und ich bin ein Freund vom Verstand. Mhm. Also ich finde, unser Denken ist, klar, das weißt du, also das ist eigentlich was uns zur Verfügung steht, was uns auszeichnet. Aber es gibt natürlich einen Teil des Verstandes, der uns total im Weg steht. Diese Paradigmen, genau. Von denen immer gesprochen wird, genau. Und das allein schon zu unterscheiden, ist so, bringt so eine Ordnung rein. Und du fragst mich, wo ich bin im Programm. Und ich glaube, ich habe so gemerkt, okay, was wirklich reinkommt, ist eine Struktur, so eine Ordnung. Mhm. Und das ist, bringt auch eine Klarheit und eine Ruhe mit rein. Mhm. Und das andere ist auch dieses lebenslänglich, ne? Also ich habe dann auch so gedacht, oh mein Gott, ja, du kannst ja eigentlich, also lebenslänglich würde mich jetzt erstmal erschrecken. Das klingt ja wie eine das klingt ja wie so, oh nein, einmal mitgehangen, aber es ist tatsächlich. Warte mal, bis du 60 Jahre hast wie Bob. Das Ding, wo du lebenslänglich drin bist, ist, ja, ja. Wie es. Also ich merke, dass die Denkspirale geht nach oben. Mhm. Immer mehr. Ne? Ich krieg so mit. Also, und es ist auch witzig, ich hatte gestern auch nochmal mit jemandem telefoniert, die sehr in der Zeit, in der wir jetzt leben, sehr drinnen ist. Und boah, das war so niederschmetternd. Und ich kann es nicht. Verstehen. Also fast gefangen, oder? Ja, total. Ich konnte sie total verstehen, aber es war mir fast unmöglich, dahin zu gehen. Also ich konnte fast gar nicht mehr. Mhm. Obwohl ich es verstehen kann, ich wollte auch gar nicht mehr. Mhm. Und, aber das wollte ich schon immer nicht, aber ich konnte jetzt gar nicht mehr. Und dann hatte ich das Gefühl, ich bin jetzt nicht blind oder so. Also ich weiß, glaube ich, vieles tatsächlich nicht, weil ich mich nicht mehr ständig damit beschäftige. Aber so, es betrifft uns ja alle. Wir kriegen ja alle mit. Ich bin hier an einem Filmset. Die ganze Arbeit ist davon betroffen. Genau, aber genau. Ich kann nicht mehr in diese Niedergeschmettertheit hingehen. Ich kann gar nicht mehr. Und du gehst anders mit dem Ganzen um. Total anders. Und das ist wirklich allein das. Und wenn ich mir vorstelle, wenn du diese Spirale einmal rumdrehst. Und ich fühle mich immer noch, wie als wäre ich im ersten Gang. Also da geht es noch ein bisschen mühsam teilweise. Aber dann gehst du in den zweiten und in den dritten und vierten. Und das ist eine lebenslängliche Sache, wo ich sage, da bin ich gerne dabei. Da sage ich, also es geht gar nicht mehr zurück. Warum auch? Mhm. Wow. Was sind die Gold Nuggets, die du bis jetzt, so 1, 2, 3 Gold Nuggets, die du für dich am meisten eine Bedeutung haben bis jetzt im Programm? Also ein ganz wunderschöner Gold Nugget ist sowieso schon, sind meine Kinder. Und aber meine Tochter ist
die ist jetzt 15 geworden und die kommt immer wieder dieses, oh Mama, du nervst. Und also jetzt ist es einfach jetzt diese Zeit und dann merkst du auch, manchmal bin ich auch dann tatsächlich nervig. Aber seitdem ich mich mit den Inhalten von diesem Programm beschäftige, kommt das nicht mehr. Und dann sehe ich sie so, also sie kriegt dann, das interessiert sie direkt jetzt noch nicht so, aber ich kriege so mit von ihren Fragen und wie sie sich beschäftigt, solche Lauscher. Solche, und dann gehen wir manchmal im Wald spazieren und dann fängt sie an mit Fragen und sagt, Mama, also ich bin ja so froh, dass du dieses Programm gebucht hast, weil dann brauche ich das nicht zu machen und dann ist es so, da kriege ich dann jetzt schon die Inhalte durch dich mit. Und dadurch merke ich, ich bin dann nicht so eine, also ich bin dann immer noch so eine Mutter und ich sage auch immer noch, musst du den Teller stehen lassen oder dieses Übliche. Aber das, worum es geht, ist plötzlich spannend. Und das, worum es geht, ist plötzlich ein Ziel in der Zukunft und da beziehe ich sie auch mit ein. Und das riecht die nach, das riecht, das kriegt die einfach in die Poren mit und da bin ich so dankbar und glücklich. Das ist ein Goldnugget. Das andere Goldnugget ist das, also ich würde jetzt mal sagen, so die Ergebnisse im Leben, die sind noch relativ klein, so im Außen. Aber ich merke, wie, und das liegt auch daran, dass ich so vorsichtig bin und dass ich erstmal merke, ich möchte erstmal solide bauen oder alles machen und dann merke ich, dass das plötzlich, dass das, was dann rauskommt, Hand und Fuß hat. Und ich merke einmal, also ich bin zum Beispiel, ich habe letztes Jahr angefangen, eine Webseite zu designen, zu gestalten. Und es war schon alles gut, aber die wurde ewig nicht fertig und dann gab es noch dies und das. Und jetzt gerade so im letzten Monat ist es einfach plötzlich so glasklar, was da drin steht, wie ich sie gestalten möchte, was meine Vision ist. Und plötzlich gestern dachte ich, was wäre, wenn ich ein Buch schreibe? Und dann schrieb ich die Kapitel runter. Und ich weiß jetzt nicht, ob die alle ins Buch kommen oder nicht, aber ich habe ungefähr 20 Kapitelüberschriften und die Inhalte sind in meinem Kopf. Also das heißt, das Buch ist designt, ob es dann noch anders, und solche Dinge passieren gerade, also es ist wie so, überall wummert so die Kreation dessen, was ich wichtig und gut finde. Wow, ja, du bist ja auch ein sehr kreativer Mensch und bist ja in diesem Bereich auch tätig. Also jeder Mensch kann kreativ sein in allen Bereichen, aber einfach du bist jetzt wirklich in diesem offiziell kreativen Bereich tätig. Und das ist so schön, wenn auch plötzlich die Grenzen einfach größer werden und man auch plötzlich merkt, was man für eine Macht, für eine Kraft hat, was alles möglich ist, was man vielleicht vorher einfach nur gedacht hat, dass es gar nicht geht oder gar nicht darauf gekommen ist. Und das ist so schön, wie dieses Programm wirklich, wie soll ich sagen, einem diese eigene Kraft und Macht zurückgibt. Also es ist ganz, ganz schön zu beobachten. Was würdest du jemandem raten, der jetzt so im Moment mit Vivien und dem Programm in Berührung gekommen ist, der ja vielleicht sich ein bisschen überlegt, ob das echt was für ihn ist oder vielleicht sogar schon an der Schwelle steht zu springen? Was wären so deine Tipps für diese Person? Also mein Motto im Leben ist ja Love and Play. Und ich würde einfach sagen, wenn du dich angesprochen fühlst oder wenn dich das irgendwie triggert, wo du denkst, ich würde es eigentlich gerne machen, aber na. Und das gilt eigentlich für alles. Ne? So, ich würde es eigentlich gerne, aber na. Tatsächlich das Leben als Spiel zu begreifen. Und als etwas, wo man sagt, man lebt nur einmal und es gibt so wahnsinnig vieles auszuprobieren. Und
Und da würde ich einfach sagen, go for it. Und dieses Programm ist, kann gar nicht nicht bereichern. Also es kann gar nicht etwas sein, was man bereuen kann. Egal, ob du es toll findest, egal, also zum Beispiel, ich habe am Anfang, als ich die Videos von Bob angeschaut habe, da war das so ein bisschen wie so ein Hammer. So, das und dies und das auch noch, das und das funktioniert und alle waren so positiv. Und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, also es war am Anfang zu viel für mich, und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, wie ich immer besser zuhören kann. Und dann habe ich auch gemerkt, dass ich Bob immer mehr lieber zuhören kann und auch diese unfassbar positive Ausstrahlung von den Menschen oder das, wie sie reden, immer besser nehmen kann und dass es gar nicht mehr so einhämmert und dass der Hammer, den ich empfunden habe, vielmehr mein eigener Hammer war, der immer, du musst. Und in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich lass mich mal da in Ruhe, sondern ich höre da mal hin, hat sich das total verändert. Egal, aber trotzdem sind diese Inhalte, und ich glaube, das ist auch noch was ich gerne sagen möchte, ich bin extrem empfindlich auf jegliche Art von Dogma oder etwas, was so eine gewisse Richtung, wie du leben musst, wie du denken musst und so weiter. Und da bin ich super, super, gucke ich mir genau hin, ja, was passiert da? Und soweit ich das jetzt erlebe, ist diese Arbeit einfach so sehr an den Naturgesetzen orientiert und hat einen gewissen Zugang dazu. Aber du hast einen kompletten Freiraum und jeder Einzelne, es geht wirklich darum, um das Leuchten von jedem Einzelnen und nicht darum, irgendein Credo in die Welt zu setzen. Und das finde ich toll. Und das finde ich auch total überzeugend und das funktioniert. Wow. Das ist ja wirklich gerade ein Schlusssatz. Also ich finde, man könnte es so stehen lassen, außer du möchtest noch was dazu sagen. Naja, das ist natürlich, in dem Moment, wo du da drin bist, kannst du gar nicht mehr aufhören zu reden eigentlich. Aber ich komme mir dann eh schon vor, so ist genug jetzt. Sagen wir doch mal, Fortsetzung folgt. Ist ja bei den Filmen auch so, bei den guten Filmen. Fortsetzung folgt. Es hört im spannenden Moment auf. Bei den sehr guten Filmen ist der zweite Teil besser als der erste. Na, da dürft ihr gespannt sein. Hey Nicole, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses auffrischende, wirklich auch tiefgehende, wundervolle Interview und dass das jetzt so geklappt hat. Und ja, wie ihr seht, wenn ihr überlegt, überlegt nicht, sondern hört einfach auf euer Herz. Danke dir. Sehr gerne. Ich danke dir, Klaus, und ich wünsche dir einen wunderbaren April noch. Danke dir.